Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. So geht's nicht weiter, aber wir können eine ganze Menge bewegen. Es geht um die Zukunft von Sachsen und von uns allen. Zuhören, verstehen und umsetzen. Ich möchte, dass wir den ländlichen Raum stärken. Wir werden mehr investieren in Infrastruktur und in Forschung und Entwicklung. Lasst uns hier gemeinsam was machen. Damit wir auch in Zukunft vorn dabei sind. Kinder sind einfach großartig. Für unsere Kinder arbeiten wir. Das ist alle Mühe wert. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen. Ich möchte, dass Sachsen zu einem der sichersten Länder wird. Beim Thema Sicherheit machen wir keine Kompromisse. Ich arbeite dafür, dass Vernunft und Anstand gilt. Und dafür brauche ich Ihre Stimme. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Es ist unsere Heimat. Es ist unser Sachsen. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht zur Landtagswahl 2019 und geben Sie am 1. September Ihre Stimme ab. Eine Initiative der ARIS, der Arbeitsgemeinschaft Regionalfernsehveranstalter in Sachsen. Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Unser Sachsen, der schönste deutsche Freistaat. Sächsische Heimat, liebenswert, lebenswert, unterhaltenswert. Tolle Wälder, tolle Landschaften. Hier kann man super laufen, aber abends laufe ich seit kurzem ja nur noch mit der Laufgruppe. Sachsen ist schön, Sachsen ist klasse, vor allen Dingen für meine Kinder. Wir müssen natürlich davon arbeiten, dass das so bleibt. Ich würde mir wünschen, dass es wieder so ist wie vor 4 Jahren. Geben Sie zur Landtagswahl am 1. September 2019 die Erst- und die Zweitstimme der AfD. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 29. August, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir starten unsere gemeinsame halbe Stunde mit ersten Kurznachrichten aus der Region. Am Donnerstagvormittag wurde im Hoyerswerder Rathaus ein Fördermittelbescheid in Höhe von 1.500 Euro an den Großen Chor Hoyerswerder übergeben. In Anwesenheit vom Vereinsvorsitzenden Michael Köllner und Bürgermeister Thomas Delling ist der Scheck von der Referatsleiterin im Sächsischen Wissenschaftsministerium Dr. Tatjana Frey überreicht worden. Gefördert wird mit dem Geld das Projekt des Chores The Armed Man, A Mess for Peace, welches nach der ersten Aufführung 2017 nun auch in diesem Jahr noch einmal präsentiert werden soll. Hierbei arbeitet der Chor mit der Elbland-Philharmonie Sachsen und weiteren Solisten zusammen. In Bautzen ist am Mittwochnachmittag die Fraunhofer Zukunftsmanufaktur Innovation durch Tradition vorgestellt worden. Neben Professor Bauer, dem Leiter des Fraunhofer Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation, nahmen auch am offiziellen Akt der Domowiner Chef Statnik und Ministerpräsident Kretschmer teil.
Entstanden ist ein neuer, attraktiver Treffpunkt, der zugleich Lern- und Forschungsort sei. Man wolle so den Erhalt und die Entwicklung der sorbischen Sprache, Kultur und Identität mit dem Strukturwandel und dem wirtschaftlichen Wachstum der Lausitz verbinden. Ziel der Manufaktur sei es daher, die Regionalentwicklung und den Minderheitenschutz gemeinschaftlich zu betrachten. Der Parkplatz an der Clara-Zetkin-Straße in Bischofswerda soll noch in diesem Herbst neu markiert werden. Die ursprünglichen Markierungen sind nach jahrzehntelangem Gebrauch kaum noch erkennbar, eine feste Parkordnung daher kaum durchsetzbar. Dadurch gehen wertvolle Stellplätze verloren. Die Stadt hatte im Frühjahr zugesagt, sich um das Problem kümmern zu wollen, nachdem dies die Bürger auf eigene Faust tun wollten. Unterdessen ist der Platz vermessen und ein Markierungsplan erstellt worden. An diesem Samstag wird in der Seesporthalle Großkoschen der World Cup im Radball ausgetragen. Zu dem hochkarätig besetzten Turnier werden Teilnehmer aus der Schweiz, Österreich, Tschechien und Deutschland erwartet. Dem RSV Großkoschen 1921 als Ausrichter des World Cups ist es gelungen, dieses Event in die Südbrandenburger Radball-Hochburg zu holen. Dadurch können die Lokalmatadore Tobias Kolber und Norman Tupatsch per Wildcard sich mit der gesamten Weltspitze messen. Die Vorrunden des Weltcups beginnen um 10.45 Uhr, die Finalspiele um 18 Uhr. In der Seesporthalle Großkoschen wird eine zusätzliche Tribüne aufgebaut sein. Man erwartet zahlreiche Zuschauer aus der Region, aus ganz Deutschland und den Nachbarländern. Tierfreunde und Naturbeobachter, Liebhaber des regionalen Handwerks und Flohmarktfüchse kommen am 8. September im Naturschutztierpark Görlitz-Skorgelitz auf ihre Kosten. Für das Tierparkfest, das in der Zeit von 10 bis 18 Uhr veranstaltet wird, haben die Mitarbeiter auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. So wird unter anderem der Arbeitsalltag eines Zootierpflegers vorgestellt. Als weiteres Highlight lädt eine Händlermeile im Tibetdorf zum Schlendern ein. Für die musikalische Untermalung des Tages sorgt Baila Thea mit Weltmusik und für das leibliche Wohl der tiergarteneigene Imbiss. Ergänzt wird der Sonntagsbummel um einen Flohmarkt rund um die Festwiese. Die Lausitz gehört ab sofort deutschlandweit zu den 6 Modellregionen, in denen der jüngste Mobilfunkstandard getestet werden soll. Experten der TU Dresden stellten am Mittwoch im Hoyerswerda Rathaus die geplanten Objekte für das 5G-Forschungsfeld vor. Mein Kollege Thomas Balko hat sich mit dem Projektleiter unterhalten. Experten der Technischen Universität Dresden haben am Mittwoch im Hoyerswerda Rathaus Projekte des 5G-Forschungsfeldes in der Lausitz vorgestellt. An mehreren Standorten in Hoyerswerda und Welzow soll dabei die Anwendung des superschnellen Mobilfunks mit Handwerk und Industrie erforscht und erprobt werden. Wir haben mit Projektmanager Thomas Welsch von der TU Dresden über die geplanten Vorhaben gesprochen. Wir werden hier in Hoyerswerda vor allen Dingen für das 5G-Bauen testen. Wir werden dort auf einer digitalen Baustelle verschiedene Maschinen miteinander vernetzen. Wir werden sogenannte virtuelle Sicherheitskäfige von Maschinen testen, dass sie sich die Maschinen einfach gar nicht ins Gehege kommen mehr, wenn sie automatisiert, also völlig selbstständig netzgesteuert arbeiten. Wir werden hier das Thema Fliegen noch in Hoyerswerda adressieren und eben dann in Welzow vor allen Dingen eben auch fahren. Dafür stehen ja knapp 7 Millionen Euro zur Verfügung, eine Menge Geld. Klar, es kostet aber auch alles, diese Zukunftstechnologie. Welche Partner wollen Sie da noch mit ins Boot holen? Also wir haben eine ganze Reihe von Industriepartnern im Vorhinein schon adressiert und auch Zusagen schon bekommen, die dann hier mit uns gemeinsam testen wollen. Aber gleichsam sind wir natürlich hier interessiert, jeden in der Region einzubinden und dort ein Angebot zu schaffen, eben auch hier das Testfeld dann letztendlich nutzen zu können. Wann wird denn
der Mensch hier in der Region das erste Projekt vielleicht mal sehen, wo er sagt, Donnerwetter, das sieht interessant aus, wieder so alles wie von Geisterhand funktioniert? Ja, also wir werden, ich sag mal, für eine gewisse Zeit brauchen, bis wir tatsächlich hierher kommen. Also ich schätze so, dass wir ab in 9 Monaten, also dann ab Sommer nächsten Jahres, so die ersten Maßnahmen sehen werden. Und dann, ich denke mal, noch ein halbes Jahr später wird sich dann so das erste Mal vielleicht eine Drohne von selbst fliegen sehen oder ein Bagger irgendwie sich mal drehen sehen. Genau. Stichwort Nachhaltigkeit. Ist es durchaus möglich, dass, wenn Firmen hier so eine Sache ausprobieren, eventuell ja perspektivisch auch durch Startups oder sowas hier bleiben? Richtig, wir wollen mit unserem Forschungsfeld eben auch, wir nennen das immer so einen Technologietourismus schaffen, dass eben innovative Unternehmen hierher kommen, sehen, wie innovativ und wie begeistert die Region für das Thema ist und möchten dann natürlich dann, was wir nicht mehr selber beeinflussen können, aber wollen natürlich das Umfeld schaffen, dass sich hier Unternehmen ansiedeln und eben auch dann hier bleiben. Dann ist ja 5G, als es neu genannt wurde, für viele erstmal sehr interessant, aber mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, für den Durchschnittsbürger ist es ja wahrscheinlich gar nicht notwendig. In der ersten Linie soll es doch schon die Industrie benutzen, ne? Es wird auch in einer Linie die Industrie benutzen und die Industrie wird davon profitieren, ohne Frage. Aber letztendlich wird es auch so sein, dass Anwendungen der Technologie folgen werden. Anwendungen, die wir heute noch gar nicht kennen. Uns schweben da zum Beispiel Anwendungen vor wie Virtual Reality. Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Brille auf, dort bekommen Sie dann Zusatzinformationen rein, Video. Und das erfordert alles unheimlich viele Daten, unheimlich schnelle Daten. Und dafür wird die Technologie zum Beispiel genutzt werden können. Das sehen wir vielleicht heute noch gar nicht so im Alltag und können uns das vielleicht gar nicht vorstellen. Kennen wir vielleicht selber noch nicht, aber wird letztendlich auch kommen. Man muss aber auch sagen, dass 5G ja nicht für die ganze Region dann hier in dem Testfeld verfügbar sein wird, sondern man wird es nur an den Stellen lokal zum Einsatz bringen, wo man dann auch testet, ja? Richtig, das hat die Technologie so an sich. Also wir kommen da nicht unheimlich weit mit einem Sendemasten zum Beispiel. Also wir sprechen hier vielleicht von einem Kilometer bis anderthalb im Senderadius. Da werden wir jetzt nicht vollflächig die ganze Region versorgen können mit unseren Mitteln. Aber wir wollen natürlich mit dem, was uns zur Verfügung steht, das Bestmögliche erreichen und werden das auch schaffen. Dann drücken wir die Daumen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, haben Sie vielen Dank. Weiter geht es nun in unserer Sendung mit den Meldungen aus dem Polizeibericht. Am Mittwochmittag ist ein 58-jähriger Mopedfahrer in einer Kurve auf der Kleintrebnitzer Straße in Bischofswerder Ortsteil Großtrebnitz mit dem Radlader zusammengestoßen und wurde dadurch schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn wenig später in ein Krankenhaus. Der Zweiradfahrer war zu weit nach links geraten, bevor er mit der Arbeitsmaschine kollidierte. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet und untersucht die Umstände des Unfalls. Am frühen Donnerstagmorgen brannte ein am Drebnitzer Weg in Bischofswerda abgestellter VW Golf. Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen wenig später. Der Motor des Fahrzeuges ist nur noch Schrott. Außerdem wurde eine nahestehende Garage durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen. Bereits in der vergangenen Woche sind Unbekannte gewaltsam in eine Garage an der Straße der Einheit in Kamenz eingedrungen, um ein S51-Moped zu stehlen. Während die Langfinger das Gebäude durchkämmten, fügten sie einem nahestehenden Opel Ascona vermutlich versehentlich Lackschäden und Dellen zu. Der Vermögensverlust betrug ca. 2.500 Euro, während sich der Sachschaden auf ungefähr 6.100 Euro beläuft. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch ein S50-Moped am Rande des Bleichgässchens in Hoyerswerda gestohlen. Das grüne Zweirad hat einen Wert in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Kriminalpolizei fahndet nach dem Gefährt mit dem Versicherungskennzeichen 645 LNP.
Verletzt wurde am Mittwochmorgen ein 35-jähriger Fahrer einer Yamaha, nachdem er bei einem Ausweichmanöver in Hoyerswerda auf der Bautzner Allee im Bereich der Einmündung zur Käthe-Niederkirchner Straße beinahe mit einem VW Passat zusammenstieß. Der Kradfahrer bremste seine Maschine so stark ab, dass er zu Fall kam und sich leichte Blessuren zuzog. Eine Berührung mit dem PKW, an dessen Steuer ein 30 Jahre alter Mann saß, gab es nicht. Der PKW-Fahrer hat sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall zu verantworten. Ein 61-jähriger Mann ist am Mittwochabend mit seinem Toyota in Spreetal auf der B97 in Richtung Schwarze Pumpe, ca. einen Kilometer nach dem neuen Kreisverkehr, mit einem Wildschwein kollidiert. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, verzichtete jedoch auf medizinische Hilfe. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte gewaltsam in einen landwirtschaftlichen Betrieb an der Wittichenauer Straße in Dörgenhausen eingedrungen. Nachdem sie diverse Türen gewaltsam öffneten, durchkämmten sie die Räume des Unternehmensgebäudes und stahlen schließlich mehr als 1.000 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach einer kurzen Pause sind wir mit weiteren Meldungen vom Tag für Sie zurück, liebe Zuschauer. Bleiben Sie dran. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda, individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Mit Fototapeten gelingt die perfekte Illusion an der Wand. Paradiesische Strand, moderne Designtapeten, ein Highlight für jedes Zimmer. Die passende Wohnung zur Tapete gibt es garantiert bei der Hoyerswerda Genossenschaft Lebensräume. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Willkommen zurück zur Drehscheibe Lausitz. Weiter geht es noch einmal mit Nachrichten für Sie, kurz und kompakt zusammengefasst. An diesem Samstag öffnet die Bereitschaftspolizei auf dem Gelände in der Stauffenbergallee in Dresden die Tore und lädt gemeinsam mit der Polizeidirektion Dresden zum Tag der offenen Tür ein. Unter dem Motto Hashtag Polizei Live haben Interessierte die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der sächsischen Polizei zu werfen. Die Türen sind in der Zeit von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Besucher können sich unter anderem auf spannende Vorführungen der Polizeipferde, der Diensthunde und der Einsatzeinheiten freuen, historische und aktuelle Fahrzeuge und Polizeitechnik unter die Lupe nehmen und einen Einblick in die Ausbildung an den Polizeifachschulen gewinnen. Kinderpolizist Poldi freut sich auf viele kleine Besucher, für die in verschiedenen Bereichen auch ein großes Programm vorbereitet ist. Da rund um das Veranstaltungsgelände kaum Parkmöglichkeiten vorhanden sind, wird ein kostenfreier Shuttle-Service angeboten. Die Busse verkehren ab 9.45 Uhr zwischen Bahnhof Dresden-Neustadt, Schlesischer Platz und Stauffenbergallee im 20-Minuten-Takt. Skiböcke zum Ausleihen gibt es ab sofort in Bischofswerda. Dabei handelt es sich um ein zweirädriges und ein dreirädriges Lastenfahrrad, mit dem Einkäufe, aber auch die Kinder über kurze Strecken transportiert werden können. Ideengeber Dirk Ladig stellte die ungewöhnlichen Gefährte am Mittwochabend auf dem Altmarkt vor. Gebaut wurden sie in den Niederlanden, wo solche Lastenfahrräder bereits an vielen Orten im Einsatz sind. In den kommenden Wochen will das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit das Design noch etwas überarbeiten und der typischen Skibock-Optik anpassen. Dirk Ladek will den Fuhrpark stetig erweitern und auch außerhalb von Bischofswerda Ausleihstationen eröffnen. Als solche fungieren derzeit der Tierpark und die Gärtnerei Krause an der Bautzner Straße. Zum Tag des offenen Denkmals am 8. September 2019 ist auch die Dauerausstellung in der Gartenstadt Mager in Brieske geöffnet. Für Besucher ist an diesem Tag der Eintritt in der Zeit von 13 bis 17 Uhr kostenfrei.
Die Gartenstadt Marga im Senftenberger Ortsteil Brieske zählt zu den gelungensten Siedlungen der deutschen Gartenstadtbewegung und ist ein ganz besonderer Anziehungspunkt in der Region. Wer sich nicht nur von der wunderbaren architektonischen Kulisse beeindrucken lassen möchte, sondern mehr zur Geschichte der Gartenstadt und interessante Informationen zum großen Gartenstadt-Gedanken erfahren möchte, sollte einen Besuch der Dauerausstellung im Komplex der Kaiserkrone einplanen. Die Dauerausstellung hat für die Saison 2019 noch bis zum 13. Oktober jeweils Mittwoch und Sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Für den Ausbau und die Planung des 8- bzw. 6-streifigen Ausbaus der Autobahn A4 zwischen dem Autobahndreieck Nossen und der Grenze zu Polen wird die Managementgesellschaft DEGES ein Projektbüro in Bautzen einrichten. Darauf haben sich Bundesverkehrsministerium, das Sächsische Wirtschaftsministerium und die Geschäftsführung der DEGES verständigt. Nach der Verschmelzung der DEGES auf die Autobahngesellschaft des Bundes im Jahr 2020 soll das Bautzener Projektbüro beim Geschäftsbereich Großprojekte der Autobahngesellschaft angesiedelt sein. Für Sachsens Verkehrsminister Dulich ist die Entscheidung ein gutes Zeichen, zeugt dies doch von Wertschätzung und Vertrauen in die Region. Die Planungen und Baumaßnahmen können so ortsnah und effektiv betreut werden, denn die Planer können sich direkt vor Ort von den Gegebenheiten überzeugen, Anregungen einholen und sitzen nicht in Planungsbüros fernab. Wir schalten noch einmal kurz in die Werbung und sind dann gleich mit den aktuellen Zahlen vom Arbeitsmarkt wieder für Sie da. Bleiben Sie also dran, liebe Zuschauer. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassencard. www.sparkassen-einkaufswelt.de. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Sie wollen im Radio und Fernsehen arbeiten? Wir bieten Ihnen einen Platz als Volontär oder Volontärin. 2 Jahre lang lernen Sie unsere Redaktionsabläufe kennen, arbeiten bei der Erstellung einer täglichen Nachrichtensendung mit oder werden, je nach Ihren beruflichen Zukunftsplänen, in der Redaktion oder Moderation eingebunden. Interessenten sollten über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Medienkommunikation verfügen bzw. eine solche Ausbildung anstreben. Mehr Infos gibt es auf unserer Homepage lausitzwelle.de unter der Rubrik Ausbildung und Jobs. Der Arbeitslosenmarkt in Ostsachsen bleibt in einer robusten Verfassung. Auch im August wurde ein Rückgang verzeichnet, so die aktuellen Zahlen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Im Landkreis Bautzen waren im August 7.498 Menschen ohne Job registriert, 86 weniger als im Juli. Die Quote liegt bei 4,8%. Die Geschäftsstelle mit den geringsten Zahlen bleibt weiterhin Kamenz. Aktuell sind hier 1.824 Arbeitslose erfasst. Die Quote liegt weiter bei 3,2%. In der Agentur Bautzen ist in diesem Monat ein Rückgang um 75 auf insgesamt 3.434 zu verzeichnen. Die Quote liegt bei 5,1%. Eine Arbeitslosenquote von 7,1% hat die Geschäftsstelle in Hoyerswerda gemeldet. Hier sind im August 2.240 und damit 18 Personen weniger als im Vormonat ohne Job registriert. Im Landkreis Görlitz liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 7,5% und 9.298 Personen. Das ist ein Abgang um 41. Die rote Laterne hat weiterhin der Geschäftsbereich in Görlitz. Im August waren hier 3.617 Arbeitslose gemeldet. Die Quote bleibt bei 10,7%.
In Weißwasser sind aktuell 1.414 Menschen erfasst. Im Vergleich zum Vormonat gibt es keine Veränderung. Die Arbeitslosenquote beträgt erneut 7,4%. Die Dienststelle in Zittau meldet 1.971 und damit 35 Jobsuchende weniger bei einer Quote von 6,9%. In der Geschäftsstelle Löbau liegt die Arbeitslosenzahl bei 1.556. Somit ist eine Abnahme von 5 Personen ohne Arbeit zu verzeichnen. Die Quote liegt bei 5,4%. Und 740 Arbeitslose sind für den August in Niesky gemeldet, bei einer gleichbleibenden Quote von 5,0%. In der Arbeitsagentur Bautzen sind zurzeit 4.514 freie Stellen sofort vermittelbar. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Der Neubau der nördlichsten Rettungswache im Landkreis Bautzen wurde am 29. August 2013 in der Lauter-Mittelstraße feierlich übergeben. Nach 11-monatiger Bauzeit konnte das Gebäude nun genutzt werden. Die Kosten betrugen rund 500.000 Euro. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Freitag Chilltag. Ab 13 Uhr stehen die offenen Hausangebote und der Internetpoint zur Verfügung. Ab 15.30 Uhr können Breakdancer proben. Die freie Saalzeit bis 18 Uhr können aber auch DJs und Sänger wieder zum Üben nutzen. Im Natz in Hoyerswerda am Markt laden am Freitag ab 14 Uhr die Kreativ- und die Holzwerkstatt zum Arbeiten ein. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda geht es am Freitag um die Themen Umwelt- und Computertechnik. Um 14 Uhr beginnen auch die Proben im Kinderzirkus Varieté Hoi Voi. Im Grünen Hain an der Hufelandstraße in Hoyerswerda können Interessierte in der Strickgruppe mitmachen. Sie trifft sich um 15 Uhr dort. Sie können am Freitag in Holka Blut spenden von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der Grundschule in der Rotenburger Straße. Blutspenden geht am Freitag auch in Hosena von 15.30 Uhr bis 18 Uhr in der Lindenschule in der Bebelstraße. Um 17.15 Uhr startet am Freitag in Pulsnitz der 10. Gesundheitslauf des HSV 1923 Pulsnitz, der Warmet-Kliniken und der Stadtverwaltung. Austragungsort ist die Fitnessstrecke Schwedensteinweg. Im Kultursaal der Warmet-Klinik Schloss Pulsnitz beginnt am Freitag um 19 Uhr ein Musikabend, das Motto die Liederwiese. Zur nächsten Grenzgängerveranstaltung lädt der Hoyerswerder Kunstverein am Freitagabend ins Schloss Hoyerswerda ein. Ab 19 Uhr stellt Oliver Bottini, der Autor bekannter Krimigeschichten, seinen Kriminalroman Im Auftrag der Väter vor. Und am Freitagabend sind Uwe Steimle und Michael Seidel mit einem Leckerbissen zu Gast im Amphitheater in Großkoschen. Ab 20 Uhr erzählen sie ganz aus Dollarmengen. Karten gibt's noch an der Abendkasse. Bei jedem Wetter, egal ob Sonne oder Regen. Zentrumsnah wohnen mit fairen Mieten. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Nachts wolkig bei 17 Grad. Am Freitag heiter und Höchstwerte nahe 30 Grad. Am Samstag ebenfalls wieder viel Sonne, es bleibt trocken und die Höchstwerte sollen 32 Grad erreichen. Am Sonntag sind nach freundlichem Beginn später einzelne Schauer und Gewitter möglich, die Höchsttemperaturen sollen 32 Grad erreichen. Und das war's auch schon wieder mit der Drehscheibe Lausitz vom Donnerstagabend. Morgen sind wir wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen angenehmen Abend und machen Sie es gut. Bis morgen.